Herzlich willkommen von mir. Ich würde gerne mit zwei Vorbemerkungen anfangen. Die gehen tatsächlich sehr stark auf sowohl die Beratungstätigkeiten, aber auch insbesondere auf die Arbeit in den Netzwerken, die wir bei uns im Land oder die wir auch auf Bundesebene haben oder sogar im Coimbra-Netzwerk. Es gibt mehr als einen Weg. Das heißt also, ich habe mir Ihre Fragen sehr intensiv durchgelegt, die im Vorfeld dort gemeldet worden sind. Und so sehr ich den Wunsch verstehen kann nach dem Motto, man möchte das ultimative Tool, man möchte den ultimativen Prozess, man muss da so und so dran gehen und dann wird alles gut oder sowas, das gibt es tatsächlich nicht. Die nackte Wahrheit ist eigentlich, wir arbeiten mit Menschen und Menschen sind kompliziert und gerade Hochschulen regen ja, wenn man es positiv ausdrücken will, durchaus zur Diskussion an. Wenn man es negativer etwas ausdrücken will, dann ist es so, dass eigentlich Diskussionen dort nie aufhören. Und insofern muss man nicht nur die Menschen immer mit einbeziehen, sondern man muss auch für die entsprechenden Hochschule den eigenen Weg finden. Das Zweite ist, ich werde Ihnen Unrecht tun, das weiß ich jetzt schon. In der Charakterisierung, ich muss pauschalisieren und in der Charakterisierung der verschiedenen Serviceeinrichtungen, was für mich in meiner Wahrnehmung so die wichtigsten Punkte sind, ich weiß genau, Sie werden sagen, nein, das ist bei uns ganz anders und so. Ich werde Ihnen Unrecht tun, bitte verzeihen Sie mir das. So. Ich habe am Anfang überlegt, wir werfen einen Blick auf die Service und die Lehrenden. Und da, kleinen Moment, so, war die große Frage, wie stellt man eigentlich das Verhältnis zwischen Lehrenden und Service am besten dar? Ich habe mir verschiedene Fotos angeguckt und gesagt, haben wir eine sehr dicke, tiefe liegende Kluft zwischen den Lehrenden und den Service? Gibt es da ein grundsätzliches Missverständnis? Das schien mir ein bisschen überdramatisiert zu sein, deswegen bin ich auf ein anderes Bild gesprungen und dachte mir, ist es vielleicht eher so, dass so jeder so in einer Sumpflandschaft irgendwo so auf seiner eigenen Insel sich bewegt und dazwischen dann doch kräftige Gräben liegen und so manche, sagen wir mal, gutes Projekt oder auch guter Vorsatz ist eigentlich irgendwo im Sumpf stecken geblieben. Schien mir jetzt auch noch ein bisschen negativ zu sein. Ich habe mich dafür entschieden. Das heißt also die Trennung zwischen Service und Lehrenden. Wir haben auf beiden Seiten gute Kulturlandschaften, wir haben fruchtbare Kulturlandschaften, da funktionieren die Sachen eigentlich tatsächlich, aber es gibt tatsächlich eine Trennung zwischen den Lehrenden und auch Lehrenden und Service und es gibt auch Brücken. Diese Brücken sind mehr oder weniger, wie man das so auf diesem Bild sieht, gut angebunden. Man kann auch über den Graben drüber kommen. Es kann sein, dass man nasse Füße bekommt, aber man kommt letztendlich auf die andere Seite. Warum ist das so? Schauen wir mal etwas systematischer hinein, was machen eigentlich die Lehrenden und was macht den Service aus und wo unterscheiden sie sich? Lehrende sind nach meiner Ansicht sehr stark nach außen gerichtet. Das heißt, sie orientieren sich an ihrem eigenen Fach. Sie orientieren sich an den Peers im Fach. Der Kollege in Berkeley hat unter Umständen mehr Einfluss auf die Lehre als der eigene Studiendekan. Lehrende haben natürlich den Blick auf ihre eigenen Lehrveranstaltungen. Das ist teilweise sehr fokussiert, aber sie gucken dann, was hilft mir in meiner eigenen Lehrveranstaltung. Sie gucken selten, welche Lösungen sind für die gesamte Universität von Bedeutung. Sie sind Teilzeit in der Lehre. Damit will ich im Grunde genommen ausdrücken, sie sind an den deutschen Universitäten in erster Linie forschende Personen, die auch Lehre machen. Aber es ist nicht unbedingt ihr Hauptjob. Unabhängig davon, wie engagiert die Leute dort hineingehen, haben sie nicht ihre gesamte Zeit, können sie nicht zur Verfügung stellen, um ihre Lehre zu machen. Sie stehen immer unter einem extremen Zeitdruck. Was kann ich tatsächlich investieren und was kann ich nicht investieren? Und dann haben wir noch eine ganz interessante Sache. Die Leute sind sozialisiert worden. Sie sind die Spitzenkräfte in ihrem Fach und sie schauen auf ihre eigene Ausbildung in der Regel da drauf nach dem Motto, ja, das war doch erfolgreich, aus mir ist doch irgendetwas geworden. Das heißt, Sie als die Spitzenkräfte, die sich durchgesetzt haben, haben einen ganz anderen Blick auf Lehrformen, auf Lehrveranstaltungen, wie vielleicht Studierende, die kurz davor sind zu scheitern. Kurz zusammengefasst ist es eigentlich so, dass die Lehrenden nachfrageorientiert sind. Auf der anderen Seite haben wir den Service. Der Service ist oft nach innen gerichtet, in die Hochschule hinein. Das heißt,
Was ist didaktisch möglich? Was ist technisch machbar? Was hilft allen Fakultäten? Was können wir auch tatsächlich überhaupt leisten? In der Lehre sind Servicemitarbeitenden oft nur sehr mittelbar. Das heißt also, vielleicht haben Sie noch eine Lehrveranstaltung. Manchmal beschäftigen Sie sich aber mehr theoretisch mit den Lehrveranstaltungen. Sie sind aber selten für ein konkretes Fach und vor allen Dingen ein konkretes Fach, welches sich jetzt zum Beispiel nicht mit Hochschuldidaktik auseinandersetzt, sondern mit sowas ganz praxisbezogenem wie zum Beispiel Chemie. Und dann sind Sie sehr stark von Innovation. Das hat was mit Geld zu tun. Also die ganzen innovativen Projekte und sehr stark von Problemen getrieben. Das heißt also, wenn Sie Support machen, wie kann man konkret Unterstützung geben beim Lernmanagementsystem, um etwas umzusetzen oder bei Problemen, die dort auftauchen mit den Videokonferenzen. Das heißt also, Service ist angebotsorientiert. So, und jetzt ist was ganz Interessantes passiert mit Corona. Plötzlich sind selbst über die größten Gräben ganz neue Wege und ganz neue Brücken entstanden. Was ist anders gewesen? Wieso klagen die Leute nicht mehr darüber, dass die Lehrenden ihre Schulungen nicht besuchen oder die Lehrenden nicht mehr darüber, dass sie eigentlich nicht die Lösungen bekommen, die sie brauchen? Und das liegt daran, dass alle ein gemeinsames Ziel hatten. Sie hatten plötzlich das Ziel, die Lehre muss irgendwie weitergehen. Und plötzlich hat es einen ganz klaren Fokus gegeben. Und in diesem Fokus haben sich wirklich neue Wege und neue Brücken gefunden. Und das liegt an dem gemeinsamen Ziel. Und das ist genau eigentlich meine These, die ich jetzt hier als erste These aufstellen will. Wenn man die Verbindung zwischen Nachfrage und Angebot haben möchte, dann gelingt das nur, indem man klar definierte Ziele hat, was die Lehre eigentlich ausmacht und dann die Ausrichtung des Services darauf. Das heißt, man muss aus der Ebene zwischen Nachfrageorientierung und Angebotsorientierung rauskommen und zu einer stärkeren Zielorientierung. Das ist These Nummer eins. Werfen wir nochmal einen etwas vertiefenden Blick auf den Service. Wir haben gerade diese vielen Punkte gesehen. Das sind so unsere Player. Die Rechenzentren fingen an, dann sind die Bibliotheken aufgetaucht. Die Bibliotheken sind sehr stark an Content interessiert. OER ist jetzt ein Thema, was sich die Bibliotheken sehr stark aufgenommen haben. Die Rechenzentren sind sehr stark an technischen Lösungen interessiert. Selten machen sich die Rechenzentren, es sei denn, es gibt dort E-Learning-Einrichtungen, die sie dort angedockt haben, aber selten machen die Rechenzentrensleute sich Gedanken darüber, was die Lehrenden eigentlich konkret mit der Software machen. Die Hochschuldidaktik ist eher auf das Ziel ausgerichtet, so wie ich wahrnehme, die Lehrenden zum Reflektieren über ihre Lehre zu bringen. Sie sind nicht auf digitale Lehre aus, sie sind tatsächlich auf die übergreifenden Konzepte ausgerichtet. Sie machen aber selten praktischen Support. Also Support wie lege ich zum Beispiel eine Veranstaltung im Lernmanagementsystem. Die Mediendidaktik oder die E-Learning-Service-Einrichtungen versuchen schon dazwischen irgendwie so eine Brücke zu bilden, haben aber das Problem, dass man aufpassen muss, dass dadurch nicht plötzlich Doppelstrukturen entstehen. Und dann gibt es noch die Bildungswissenschaften, die sind gerade nicht mehr abgefragt worden. Das heißt also, diejenigen Einrichtungen, die sich eigentlich wissenschaftlich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Und auch die machen selten Support. Und Sie haben durchaus recht, es gibt noch deutlich mehr. Qualitätsentwicklung, Lehrentwicklung, Gebäudemanagement, wenn wir jetzt über die hybriden Szenarien drüber nachdenken. Deswegen habe ich unten extra mal Punkt, Punkt, Punkt gemacht. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Es gibt sehr starke Unterschiede zwischen diesen Sachen. Und jede dieser Grenzen hat das Potenzial für Reibungsverluste. Wie stark das Potenzial ist, hängt immer sehr stark von den Leuten ab, die in diesen entsprechenden Einrichtungen arbeiten. Was ist jetzt die Lösung? Die klassische Lösung, wenn ich jetzt ITIL-Zertifizierung und sowas aus dem IT-Bereich wäre, wir legen das Ganze zusammen in eine Struktur. Interessanterweise habe ich durchaus schon Hochschulen erlebt, die genau diesen Weg gegangen sind, haben die E-Learning-Service-Einrichtung aus dem Rechenzentrum rausgeholt, haben sie in eine größere Struktur mit der Hochschuldidaktik und der Mediendidaktik zusammengetan und sind kolossal daran gescheitert. Warum? Die Reibungsverluste holt man sich unter Umständen dann einfach in das Team. Das heißt also, kulturelle Unterschiede zwischen den verschiedenen Einrichtungen, die löst man nicht durch strukturelle Maßnahmen. Das, was sie brauchen, ist eigentlich eine Servicekultur. Ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele. Und wenn Sie sagen, so eine Mail wie auf der linken Seite, das wird bei Ihnen auf keinen Fall vorkommen, dann haben Sie wirklich eine gut aufgestellte Servicekultur schon mal.
Aber man erlebt es einfach zu häufig, dass man tatsächlich sagt, ich bin nicht zuständig. Wenden Sie sich doch bitte mal an XY. Und das ist genau ein Ausdruck dessen, dass es da an diesen Schnittstellen Reibungsverluste gibt. Wenn man aber eine gute Servicestruktur aufbaut, dann ist es so, dass die Leute, wo die Anfrage ankommt, sich darum kümmern, dass es auch ein Problem für die Lehrenden gibt. Das heißt, das sind meine Thesen 2. Probleme in der Servicelandschaft sind häufig nicht strukturell, sondern kulturell und müssen auch kulturell gelöst werden. Also der Hinweg oder der Weg hin zu einer echten Servicekultur. Und die Lösung, One Face to the Customer, das hört man immer sehr stark aus der Wirtschaft, das ist nicht unbedingt das, was ich anstreben würde. Es kommt nicht darauf an, wo die Anfrage angeht. Es kommt darauf an, dass die Anfrage da nicht stecken bleibt, wenn sie da nicht richtig ist. Das heißt also, das, was Sie eigentlich erreichen müssen, ist eine Lösung für den Kunden. Im Englischen geht das Wortspiel leider verloren. Dazu brauchen Sie eine gute IT-Infrastruktur, zum Beispiel ein gemeinsames Ticketsystem. Da können Sie aber auch sehr spezialisierte Queues durchaus verwenden, Eingangs-Queues verwenden. Sie müssen nicht alles in eine Queue senden und dann auseinandersortieren. Da verlieren Sie unter Umständen mehr Zeit. Sie müssen nur dafür achten, dass ohne Medienbruch, ohne dass der Kanal groß gewechselt wird, dass von einer Person an die richtige Person möglichst direkt, also in einem Schritt und nicht über 5 verschiedene Etappen landet. Und dann brauchen Sie eine gemeinsame, regelmäßige Gesprächsebene. Zum Beispiel eine pathologische Fallkonferenz. Ich habe es pathologische Fallkonferenz genannt, weil schauen Sie sich mal die Supportfälle an, die nicht gut gelaufen sind. Schauen Sie sich die zusammen an und schauen, wo sind eigentlich die Reibungsverluste aufgetaucht. So, jetzt für diejenigen, die das Geld haben, nur noch so ein einfach so ein Bonbon. Sie kennen das, gut, schnell und günstig. Sie kriegen maximal immer nur 2 von 3. Sie kriegen nie alle 3. Auf 1 müssen Sie tatsächlich verzichten. Und deswegen müssten Sie sich tatsächlich überlegen, in welche Richtung wollen Sie Ihren Service eigentlich tatsächlich optimieren. 3. Punkt. Warum konkrete Ziele? Ich hatte von klaren Zielen gesprochen. Ich spreche jetzt von konkreten Zielen. Was typisch ist, ist so eine Formulierung, wie sie bei uns auch im Leitbild steht. Zum Beispiel, wir fördern die Internationalisierung. Oder wir wollen Diversitätsorientierung, Internationalisierung, Digitalisierung. Dann frage ich mich, was soll man als Service daraus machen? Was soll man daraus ableiten aus dieser relativ allgemeinen Sache? Das, was man eigentlich braucht, ist konkrete Ziele. Das heißt, wir wollen, dass jeder der Studierenden eine virtuelle Veranstaltung im Ausland besucht. Wir wollen, dass alle Bachelor-Veranstaltungen im Studiengang XYZ online studierbar sein sollen. Oder Hausarbeiten werden bei uns nur noch digital abgegeben. Wenn Sie so etwas haben, dann können Sie daraus, nehmen wir mal das Beispiel Hausarbeiten, werden noch digital abgegeben, sehr genau Ableitungen machen. Nämlich, was brauchen Sie? Einen gesicherten Upload, die Integration in die Prüfungsverwaltung, die Anonymisierung der Korrektur, einen digitalen Korrekturrand, die Integration meinetwegen in die Studierendenakte, Einhaltung von Löschfristen. Das sind dann konkrete Ziele für den Service, an dem Sie Ihren Service entsprechend ausrichten können. Diese allgemeinen Ziele, die im Leitbild sind, die helfen Ihnen nur sehr begrenzt, tatsächlich den Service strategisch auszurichten. Wenn Sie genügend Geld haben, brauchen Sie das vielleicht nicht, aber welche Hochschule hat das letztendlich schon? Deswegen ist meine 3. These, die meisten Hochschulen stecken bei allgemeinen Leitlinien fest, es werden aber konkrete Ziele benötigt. Diese Ziele muss man eigentlich auf Studiengangsebene oder zumindest auf Fachclusterebene in irgendeiner Form entwickeln und von dort aus kann man die höher integrieren. Und solche konkreten Ziele erleichtern die Arbeit der Lehrenden und solche konkreten Ziele fokussieren die Entwicklung der Servicedienstleistung. Die 4. Frage ist, geht die Innovation verloren? Meine These 4 ist tatsächlich, dass Innovation und konkrete Ziele in einem bestimmten Spannungsverhältnis sind. Das heißt also, wenn Sie das jetzt sehr stark optimieren, sehr stark strategisch ausrichten auf bestimmte konkrete Ziele, dann müssen Sie schauen, dass Sie die Innovation nicht verlieren, die Innovationskraft nicht verlieren. Da haben Sie ja in der letzten Session haben Sie ja über die Innovationskultur schon tatsächlich etwas gehört. Ich wollte nur noch mal tatsächlich betonen hier, Sie müssen bewusst Freiräume zum Ausprobieren auf allen Ebenen einbauen. Sie müssen eine Fehlerkultur entwickeln, auch eine Fehlerkultur im Service. Das ist ganz, ganz wichtig.
Oft wird der Service angesehen wie eine Verwaltungseinheit. Und wenn da irgendwas schiefläuft, dann wird sofort mit Schuld um sich gegriffen. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn man innovative Elemente mit hineinnimmt. Sorgen Sie für einen regen Austausch. Entwickeln Sie zum Beispiel einen Innovationspreis für den Service. Das heißt also für die Leute, die in der Verwaltung arbeiten und nicht nur für Lehrende. Und entwickeln Sie den Third Space-Gedanken. Im Chat sehen Sie etwas von Peter Salder zu Third Space. Und jetzt kommen wir zum fünften. Wo entstehen diese konkreten Ziele? Ich hatte gesagt, Sie müssen auf die Studiengangsebene runter. Sie müssen auf die Fachcluster-Ebene runter, wenn Sie wirklich konkrete Ziele haben. Wenn Sie das höher machen können, sowas wie Hausarbeiten werden nur noch digital abgegeben, dann kann man das vielleicht tatsächlich fakultätsübergreifend machen und sich darauf einigen. Aber wenn es tatsächlich um die Lehre geht und um das Lernen, dann müssen Sie in die Studiengänge runter. Und das ist nicht einfach. Das ist definitiv nicht einfach, weil ich hatte ja schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Meinungen und sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Sie müssen also in irgendeiner Form in die Diskussion mit den Beteiligten kommen, sowohl die Lehrenden, die Studierenden, aber auch mit dem Service. Und wenn Ihnen das gelungen ist, dann können Sie von dort aus höher integrieren und etwas ableiten für die gesamte Universität. Das ist dieser Bottom-up-Ansatz, der mit dem Top-Down vom Leitbild eben mal zusammenfließen muss. Auch dazu hat es ja schon hier in dieser Runde entsprechende Seminare gegeben. Ich gebe mal drei Anregungen, was man dazu nutzen kann. Das eine ist zum Beispiel die Akkreditierung. Ich war sehr überrascht, ich war als Moderator in Sessions in einer physikalischen Fakultät im Rahmen des Systemakkreditierungsprozesses drin und da wurde genau geguckt, was wollen wir von Corona eigentlich behalten in der Perspektive danach. Ich war total erstaunt, wie viel Erfahrungen, wie viel Ausprobieren diese Fakultät schon hinter sich hat und wie gut diese Diskussion tatsächlich lief. Und wenn Sie die Digitalität des Lernens und des Lehrens angehen wollen, dann nutzen Sie die Akkreditierungsprozesse. Das zweite wäre zum Beispiel curriculare Werkstätten. So eine Diskussion findet immer dann gut statt, wenn die Leute wissen, worüber sie diskutieren und nicht nur aus eigenen Erfahrungen heraus. Deswegen würde es sich lohnen, über curriculare Werkstätten Multiplikatoren zum Beispiel in diesen Prozessen zu schulen und ein Instrumentarium zu entwickeln, wie man eigentlich so eine Kompetenzentwicklung mit angeht. Und das muss nicht nur in Richtung digitale Kompetenzen gehen, sondern da würde ich die Kompetenzentwicklung insgesamt mit angehen. Das heißt also auch in Richtung Diversitätskompetenz, in Richtung Forschungskompetenz, also alles, was eigentlich unsere wissenschaftliche Ausbildung ausmacht. Und das dritte ist, Dickschiffe nutzen. Das ist ein Tipp aus der Peer-to-Peer-Beratung letztendlich. Sie haben an jeder Fakultät eigentlich Leute, die großen Einfluss haben. Das müssen nicht diejenigen sein, die besonders gut im Bereich des digitalen Lehrens sind. Das sind diejenigen, die einfach, wenn die was sagen, denen hört man zu. Wenn Sie die in irgendeiner Form gewinnen können in so einer Diskussion, dann werden diese Themen auch in der Diskussion verankert. Mein Fazit ist, wo ein Ziel ist, ist auch ein Weg. Letztendlich, wenn Sie also tatsächlich konkrete Ziele haben, dann sind Sie auf dem ersten richtigen Schritt, um daraus dann auch strategisch Ihren Service ausrichten zu können. Und dann müssen Sie auch keine Sorge vor größeren Kluften oder Unterschieden zwischen Lehrenden und Service haben.